Ein weiterer Versuch hier beim Nachtflug also, was wir im letzten Part gestartet haben. Dieses ganz besondere Fluglevel, bei dem ich keine Route sehe, die wirklich funktionieren würde, höchstwahrscheinlich. Deswegen spielen wir das hier gerade einfach auf gut Glück, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Irgendwann. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn das jetzt hier wirklich wieder der erste Versuch wird, dann... Ja, glaubt mir, es ist wahrscheinlich erstens wieder kein Schwein. Zweitens sagt ihr alle, Ultra, ich habe geübt. Keiner ist stolz auf mich. Und ich bin enttäuscht. Aber hey, das ist das Leben eines Let's Players. Deswegen, vielleicht sollte ich Livestreamer werden. Ich weiß es nicht. Dann würde man mir eher glauben, aber... Es wird eh kein erster Versuch. Ich sehe keine Route. Ich sehe einfach keine Route. Wir haben im letzten Part schon 8 Minuten oder so verschissen. Und anscheinend geht es heute weiter. Meine Befürchtung, dass wir da jetzt sehr, sehr lange dran sitzen, scheint sich zu bewahrheiten. Ich meine, den hier anzuzünden, dauert so lange, da rauszufliegen, dass es eigentlich nicht wert ist. Dann die Reifen zu treffen, ist auch verdammt schwierig. Das habe ich natürlich nicht angezündet, das war... Ne, natürlich habe ich das nicht getroffen, absolut habe ich das nicht getroffen. Das haben wir alle gesehen, wie da meine Flamme vorbeigegangen ist. Hoffen wir, dass ich da irgendwann nochmal hinkomme. Meine einzige Hoffnung gerade. Die Lichter sind kacke. Alles andere würden wir ja eh hinkriegen, aber die Lichter... Die Leuchtturmlichter hier anzuzünden... Daran mangelt's noch. Daran mangelt's noch. Und dann natürlich auch durch die Tore fliegen, die hier richtig beschissen positioniert sind. Ja, natürlich ist meine Zeit vorbei. Mhm. Da werde ich gleich laut. Wenn das hier so weitergeht, dann werde ich laut. Flieg da durch, junge Spyro! Ja, dann lass den halt komplett aus den Kreis. Ich meine, der ist unwichtig. Natürlich ist der unwichtig. Ja, ja, und die Kiste auch. Ja, die Kiste, die brauchen wir nicht. Ich werde jetzt schon aggressiv. Ich werde jetzt schon aggressiv. Weil er nicht tut, was ich ihm sage. Lichter anzünden ist ja so schwer. So, machen wir halt so einen Bogen. Ich weiß auch nicht, das kostet viel zu viel Zeit in meinen Augen. Eindeutig zu viel Zeit. Triff die scheiß Kiste, Spyro. Ja, hier ist wieder lange Zeit nichts los. Das mag ich nicht, aber da ist halt wirklich nichts. Da kann ich auch nicht irgendwie was herzaubern an Zeit. Ja, wichtig wird, dass wir das hier regeln. Das muss irgendwie sitzen besser. Deswegen schnappe ich mir jetzt hier kurz die Tore alle. So. Ja, aber das funktioniert nicht. Ich meine, wir kommen nicht bei einem Leuchtturm raus. Ne, die habe ich angezündet. So rum sollte man das also dann machen, oder? Wahrscheinlich. Mhm. Das sieht mir sehr wahrscheinlich aus, dass man das so machen muss. Okay, dann haben wir jetzt eine Route. Dann haben wir jetzt eine Route. Danke. Das hat lang gedauert. Wir holen uns zuerst die roten Kreise, dann die Kisten, dann die Tore, die wir durchfliegen müssen. Und dann die Lichter. Weil wir kommen genau perfekt raus in dem Moment. Dann hoffen wir einfach, dass bis dahin nicht meine Zeit schon abgelaufen ist, nicht wahr? Das wäre natürlich dann der Höhepunkt. So, haben wir. Einmal straight runter. Einen Dropflug, wie auch immer. Einen Sturzflug. Kann Spyro aber hier auch nicht beschleunigen, ne? Es gibt keine Möglichkeit, Spyro hier irgendwie zu beschleunigen. Nicht, dass ich wüsste. So, wir haben eigentlich genug Zeit. Eigentlich sollten wir
zeitlich gut aufgestellt sein, dass ich mir... Na, einen Fehler erlauben würde ich jetzt nicht sagen, aber... dass wir hier wenigstens ohne Probleme rumfliegen können. Ohne, dass wir verkacken. Ja, der ist halt weit weg. Der ist sehr weit weg, ja. Ja, das war dumm. Vor allen Dingen, weil ich halt den Ekelhaften holen muss. Oh, ich mag das nicht. Ich werde wütend dadurch. Ich mag das nicht. Das ist einfach so zack vorbei. Ja, du hast verkackt. Ich meine, sag mir doch wenigstens, was ich falsch gemacht habe, bitte. Kann ich denn den, der so weit außen steht, mitnehmen? Davor. Das wäre vielleicht wichtig. Weil dann hätten wir einen schon mal weg. Einen, der alles ruinieren könnte. Ach, geh doch nicht baden jetzt! Das ist unnötige Zeitverschwendung, Spyro. Und ich hoffe, dass du das weißt. Geh baden, Junge. Wenn du zu blöd bist, eine Kiste mit deinem Feueratem zu treffen, ist das nicht mein Problem. Wirklich nicht. Die Route wirkt trotzdem noch so falsch. Ich glaube, ich mache hier immer noch irgendwas falsch und ich glaube, dass das wahrscheinlich den kompletten Part kosten wird, wenn das so weitergeht. Das ist nicht schön, der Gedanke. Der macht mich nicht glücklich. Macht mich nicht froh. Wieso ist die Zeit so knapp? Gottes Willen in dieser Mission. Alles einzeln ist nicht das Problem. Absolut nicht. So, jetzt muss ich hier rüber. Dann können wir den anzünden. Ist trotzdem ein großer Bogen. Ja, viel zu großer Bogen. Ein viel zu großer Bogen für meinen Geschmack. Aber jetzt brauche ich wenigstens gleich nicht mehr so krass ausholen. Aber es wird trotzdem noch spannend. Weil die sind ja jetzt nicht alle ums Eck. Na, mehr oder weniger. Die hier sind sehr wohl ums Eck. Na komm, 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 komm. Krieg ich! Yes, Brudi! Ach du Kacke. Das kann man bestimmt noch besser perfektionieren. Auf jeden Fall geht das noch besser. Irgendwie, weiß ich nicht. Man kann ja auch mit den Kisten anfangen. Das ist auch eine Möglichkeit. Die sind ja direkt ums Eck neben den roten Ringen. Und dann die Ringe vielleicht zum Schluss einfach durchfliegen noch schnell. Ich weiß es nicht. Ich bin nur heilfroh, dass wir es geschafft haben. Danke. Das heißt, ich darf wieder Jump'n'Run-Level spielen. Zu gütig. Zu gütig. Na dann mal gucken, was für Level denn noch offen sind. In der zweiten Welt. Das war auf jeden Fall kein Spaß. So viel steht fest. Okay. Ich glaube, hier hinten gab es auch noch ein Level, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann konnten wir noch hier rüberfliegen in diese Mine da drüben. Ich weiß nicht, ob es da ein Level gibt, weil man sieht das ja leider auch gar nicht. Auf der Karte, wo genau es Level gibt. Oder hier eben im Handbuch. Da kann ich auch nicht sehen, ob es da noch ein Level gibt in der Welt oder ob wir gleich durch sind mit der Welt. Ob wir jetzt in das Dr. Shemp-Level rein können oder nicht. Aber ich glaube, da werden wir jetzt reingehen. Weil ich finde kein anderes Level mehr. Und deswegen, ja, einmal in Dr. Shemp rein. Wirkt für mich auf jeden Fall plausibel.
Oder? Nee. Nicht ganz. Hier unten gab es nämlich noch ein Level. Daran erinnere ich mich jetzt doch noch. Die Eishöhlen. Na gut, heute ein Eislevel. Kann man ja machen. Ich meine, mittlerweile ist es draußen ja auch schon wieder kälter geworden. Ein kalter Wind auf jeden Fall. Nicht mehr so heiß wie die ganzen Sommertage. Man könnte ja auch mal die Sommerferien verschieben. Auf die Zeit nach dem Sommer. Weil im Sommer ist mittlerweile die Hitze wirklich unerträglich. Vor allen Dingen, wenn man zu Hause sitzt und zockt. Na dann. Auf geht's in eises Kälte. Das sieht cool aus hier, der Überblick über das Level. Wenn ich mir da aber die Map angucke, dann sieht das gar nicht mehr so cool aus. Dann habe ich eher mehr Angst vor dem Level. Mal gucken, wie es läuft. So, hier haben wir angefangen, ne? Da bin ich jetzt von oben runtergesprungen, genau. Hoch geht's nicht mehr, deswegen müssen wir jetzt einfach hoffen, dass da oben nichts mehr war. Dass ich da oben alles mitgenommen habe. Und dann gehen wir weiter. So, ich werde gleich, glaube ich, nachgucken, also jetzt direkt. 400 schon wieder. Ich meine, wir haben im letzten Part ein Level beendet, bei dem es 400 Kristalle gab. Also die Möglichkeit besteht, dass wir das heute noch hinkriegen komplett, aber da muss ich mich anstrengen. Sei schön vorsichtig, Kleiner. Warte, bis du so groß bist wie ich, bevor du die großen Gegner angreifst. Okay. Nee, der Spyro, der hat doch keine Angst, du. Der greift auch die großen Gegner an. Das ist nicht das Problem. Hier. Kannst du das auch? Dann zeig es mir. Denn groß reden kann jeder. Aber es dann umsetzen. Ja. Das ist die Schwierigkeit. Naja, 100 Kristalle haben wir ja gleich, aber... Ich meine, die ersten 300 sollten eigentlich kein Problem sein. Schwierig wird es halt dann, wenn wirklich nur noch wenig übrig ist und wir eigentlich schon alles gesehen haben von der Welt. Und dann, ne, ab dann wird's schwierig. Ab dann wurde es schon immer schwierig. 100 ist wirklich nie das Problem. Damit auch jeder in Welt 3 kommt. So, hier ist direkt der nächste Drache. Todor. Psst, Spyro. Da vorn sind ein paar große Norks, die Rüstungen tragen. In der Eishöhle kann es dadurch ziemlich rutschig werden. Also am besten die Rempelattacke benutzen. Alles klar. Hallo, guck mal, es sind glaube ich Edelsteine, die wir einsammeln können, ne? Dagegen rennen? Ja, dagegen rennen. Okay. Ich dachte gerade, das sei Deko. Für einen kurzen Moment, bis ich sie mir genauer angesehen habe. War ich mir relativ sicher, dass das eigentlich Deko war. Na gut. So, von hier oben kann ich dann darüber gleiten. Und sehen meine Augen richtig, ist das eine Truhe, für die wir einen Schlüssel benötigen? Ja. Das bedeutet, die muss ich mir schon mal merken. Oder wir gleiten einfach hier rüber und schnappen uns den Schlüssel. Das hätte auch schief gehen können. Das hätte sehr einfach schief gehen können sogar. Ja, super. Jetzt sind wir zwar hier mit dem Schlüssel, aber wie komme ich jetzt zurück zur Truhe? Das ist, glaube ich, die interessantere Frage. Oder einfach hier über das Höhlensystem mal gucken. Vielleicht gibt Andor auch Hinweise. Danke, dass du mich befreit hast. Oder auch nicht. Kurz und knackig mal wieder. Ein weiteres Leben für mich. Ein weiterer Typ abgefackelt. Läuft. Läuft. Chill ich hier lang. Einen nach den anderen erledigen. Hier, der Muskelprotz braucht auch nicht angeben, wenn er dann sowieso nichts kann mittlerweile. Okay, was mache ich gegen dich? Du bist ja eindeutig geschützt. Gegen meine Angriffe. Ein Fledermaus. Umrempeln? Ah, runterschubsen.
Cheerio! Sehr schön. Okay. Ja, ne? Ein großer, schwerer Gegner, der auch noch eine Rüstung trägt, ist auf jeden Fall was Neues. Hatten wir bis jetzt noch nicht, aber zum Glück habe ich relativ schnell rausgefunden, was ich zu tun habe. Ich meine, ich habe ja am Anfang des Let's Plays gesagt, dass ich das Projekt bereits, oder das Spiel bereits gesehen habe. Vor allen Dingen den ersten Teil habe ich ja auch komplett gesehen. Deswegen, das war im Release, Leute. Wenn ich irgendwas nicht mehr weiß, dann liegt das daran, dass das Spiel mittlerweile ein Jahr alt ist und der gute Ultra, wie man eigentlich kennen dürfte von ihm, sich nicht an alles erinnern kann, was er jemals in seinem Leben gesehen hat. Da sind auch ein paar Sachen, die vergisst man dann wieder, weil es halt nicht so wichtig ist. Ne? Man merkt sich natürlich das Spiel und dass man es gerne spielen möchte. Aber man merkt sich halt nicht, dass man die Gegner durch Runterschubsen erledigen kann. Und ich glaube, das ist verständlich, weil das ist so eine Information, die wird man auch selbst nochmal rausfinden. Das braucht man sich jetzt nicht unbedingt merken. So, und damit wären wir am Ende des Levels, so wie es aussieht. Und meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, jedenfalls gleich, wenn ich den Kollegen hier runtergeschubst habe und das Gebiet hier mal erkundet habe. Dann sind meine schlimmsten Befürchtungen gleich wahr geworden, und zwar haben wir nicht alle Edelsteine. Ich bin gespannt, ob wir die alle noch zusammenkriegen, aber ich glaube eigentlich nicht daran. Wir haben ja selbst die Truhe jetzt geöffnet mit, ja, wobei hier drin ist schon noch eine ganze Menge. Ey, bleibst du wohl stehen? Hier einen Schneeball machen und dann wegrennen. Du bist mir ja einer. Ja, ja. Du bist mir ein Witziger. Aber hier drin sind schon noch eine ganze Menge Edelsteine, deswegen vielleicht besteht sehr wohl noch die Möglichkeit, dass wir es zusammenkriegen. Und vor allen Dingen mag ich es auch, vor allen Dingen jetzt hier, wo ich hier rüber geguckt habe, ne? Ein blauer, ein grüner, ein roter. Es sieht so schön aus. Einfach so ein bisschen durcheinander gemischt alles. Hat was. Und vor allen Dingen die Edelsteine, ne? Gab's in so vielen Spielen, ne? Zuletzt hatten wir da Moorhuhn, Schatzjäger, an das mich die Edelsteine hier erinnern. Da merkt man auch wieder den ganzen Retro-Flair hier in dem Level. Oder in dem Spiel allgemein. Erinnert mich alles an alte Spiele. Und das ist schön. Sehr, sehr schön. Gut gemacht, Spyro. Einige Drachen dachten ja, du wärst noch nicht bereit. Aber ich wusste es besser. Ich bin sowas von bereit. Wofür genau? Ein lilaner Drache. Spyros Vater? Fragezeichen? Ich glaube nicht. Okay. Da drüben ist der Ausgang. Das heißt, wir sind jetzt einmal im Kreis gerannt. Haben dadurch aber noch einige Edelsteine rausholen können. Was ja das Gute ist, denn wir brauchen ja 400. Für die 100%. Hier gibt es kein Drachenei. Na endlich mal. Hatten wir eh zu viele Level zuletzt mit Dracheneiern. Da oben sind richtig viele Extra-Leben. 3 Extra-Leben an der Zahl. Wie komme ich denn da hoch? Hätte ich da von da oben durchgleiten müssen? Nee, das wäre... Das hätte niemals gereicht. Nee. Das hätte ganz eindeutig niemals gereicht. Schade, ich hätte die extra Leben schon gerne, aber... Mein Leben werde ich dafür jetzt nicht opfern. Jetzt fehlt mir ernsthaft ein so ein scheiß Edelstein. Und der ist irgendwo da hinten. Na super. Ja... Gute Voraussetzungen. Lass mal kurz hier gucken. Aber nee. Heißt, wir müssen sogar durch die Höhle nochmal durch. Na, Sparks, wohin? Darüber. Kann ich von hier irgendwo raus? Nicht wirklich, nein. Kann ich von hier irgendwo raus? Hier geht ein Weg rüber. Sparks sagt auf jeden Fall auch, dass ich da lang gehen soll. Dann da raus und jetzt irgendwie hier runter. Ja, natürlich!
Natürlich habe ich den übersehen. Den hat Sparks einfach nicht eingesammelt, wo ich da vorbeigerannt bin. Du faule Libelle, du. Du faules Stück Scheiße. Na gut. Genug Sparks beleidigt für heute. Jetzt würde ich noch gerne zum Ausgang für alle Leute, die da jetzt nicht mehr dabei sein wollen. Danach wird der Part nämlich beendet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt gerne, während ich jetzt da einmal durch das komplette Level nochmal sprinte, weil wir ja gerade am Anfang wieder waren. Das war dumm. Das war sehr dumm. Ja, dürft ihr gerne schon mal runterscrollen, einen Daumen hoch da lassen auf das Video, damit das schon mal erledigt ist, nicht wahr? Und dann gleich nach dem Ladescreen und dem Verlassen des Levels und dem Abzählen der 400 Edelsteine auf mein Konto werde ich den Part beenden. Ah, super, jetzt sind die Gegner respawned. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wie unnötig. Na, hier kann man sich echt leicht verlaufen. Es ist auch alles so dunkel hier. Habe ich mir irgendwie farbenfroher vorgestellt, das Spiel. Oh, und für alle Leute, die jetzt schon ausgeschaltet haben, ihr habt einen Drachen verpasst. Haha. Danke für die Rettung, Spyro. Also, wo war ich? Na dann, ab nach Hause mit dir. Und auch ab nach Hause mit mir. Und wenn ihr nicht zu Hause seid, dann ab nach Hause mit euch, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei der Spyro Reignited Trilogy.